Seid herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Abschlussvideo für das Jahr 2018. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet für den Countdown auf das neue Jahr. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich natürlich hier ein bisschen die Zeit überbrücken, die halbe Stunde, bis es dann auch losgeht. Mal noch ein bisschen was befreit, obwohl das eigentlich schnurzpiepigall ist. Aber das habe ich auch schon im letzten Jahr gemacht. Da war es eine kleine Danksagung, was im Prinzip jetzt auch der Fall ist, aber ich hatte weniger Zeit damals. Und da ich jetzt sowieso über Weihnachten und Neujahr nicht zu Hause bin und keine Zeit habe dafür, irgendwie was aufzunehmen, muss ich natürlich noch ein bisschen Vorrat aufnehmen. Deswegen werde ich nachher auch noch gleich wieder ein bisschen Pokémon aufnehmen. Ich meine, Pokémon habe ich bis zum 3.2. auf Vorrat. Möchte aber noch ein bisschen weiter auf Vorrat aufnehmen. Für den Fall, dass irgendetwas dazwischen kommt und ich dann einfach mal nicht aufnehmen kann. Nicht, dass es so wie in diesem Jahr läuft oder jetzt zum Schluss des Jahres gelaufen ist. Jedenfalls war es ein gutes Jahr gewesen, sogar ein schönes. War recht viel unterwegs. Na, was heißt viel? Ich war ein paar Mal in Bielefeld gewesen, war jetzt auch Ende Juli war ich auch eine Woche in Österreich. War auch schön. Hab dort nämlich ein paar Leute besucht, die ich auch online jetzt kennengelernt habe. Hat sehr viel Spaß gemacht bei ihnen. Und falls Astra das jetzt hören sollte, es hat mir gefallen. Du kannst es auch gerne weitermachen, solange ich noch nicht vergeben bin. Habe ich kein Problem damit. Er weiß schon, was gemeint ist, wenn er das hört. Aber auch bei meinen Zuschauern möchte ich mich gerne bedanken für das tolle Jahr. Nicht wundern, ich bin noch teilweise etwas müde, weil ich heute Morgen noch einen Termin hatte. Dennoch hoffe ich, dass es auch im nächsten Jahr wieder so weitergehen wird. Oder besser gesagt, es kann von mir aus noch so weitergehen. Wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir in den verbleibenden 26 Minuten und 24 Sekunden. Das ist ja jetzt die Frage. Übrigens, die Welt, in der wir uns hier befinden, ist meine private Welt. Ich habe noch eine andere private Welt. Die müsstet ihr, glaube ich, sogar auch noch kennen. Ah, hier habe ich die Thousand Sunny stehen. Will noch versuchen, irgendwo die Flying Lamp herzukriegen. Thousand Sunny selbst habe ich nicht gebaut. Aber dennoch sieht sie schön aus. Ich habe meinen Daylight Sensor extra dahin abgebaut. Hier gibt es zur Delphinius. Die habe ich auch nicht selbst gebaut. Obwohl, wir haben ja noch Zeit. Und wir können ja nebenbei ein bisschen was anderes machen. Keine Sorge, mit Minecraft geht es auch weiter. Allerdings bin ich beim Überlegen, Was vergisst er wieder während der Aufnahme? Richtig.
den Ton auszuschalten. Klasse, ne? Klasse, Tobi, klasse. Läuft bei dir. Diejenigen, die ich besucht hatte in Österreich, die haben einen eigenen Minecraft-Server, auf den ich auch rauf kann. Wurde mir auch angeboten, die Videos von dort aus zu veranstalten. Was ich, denke ich mal, auch in Anspruch nehmen werde. Aber das weiß ich noch nicht so genau. Weil ich dann quasi alles wieder vom neu aufbauen müsste, was wir bisher so in Minecraft erledigt haben. Wartet mal. Stimmt, das war damals eine Welt, die ich mit ein paar Freunden gemacht hatte. Die Häuser selbst haben wir nicht selbst gebaut, also wir hatten die Welt eigentlich bloß runtergeladen und haben diese genutzt. Hier steht sogar noch, wer hier quasi wohnte. Jeder Dritte wird umgebracht, der Zweite war schon hier. Ja, genau, das war von Flori. Residenz Chris. Chris kennt ihr noch, oder solltet ihr noch kennen, denke ich mal, wenn ihr unseren damaligen Shooter Boys, beziehungsweise jetzt ja Triple Games TV verfolgt habt. Hier liegt Florian. Ja, wir hatten damals nämlich 2 Florians. Oh, warte mal, was haben wir denn hier noch? Wer wohnt hier? Ach ja. Das war sein Haus. Und das war mein Haus, meine kleine Villa. Villa Tobi Wanga Obi. Ja, ja. Mit Mall sogar. Wir hatten damals nämlich vor, die mal mit einzubringen bei uns auf den Server, den wir eigentlich machen wollten, aber dann doch irgendwie nicht wirklich dazu gekommen sind. Die Serverdaten an sich habe ich noch. Vielleicht werde ich sogar den Server noch mal irgendwann veröffentlichen. Aber bevor ich das mache, würde ich natürlich gerne ein paar Leute noch suchen, bevor ich ihn veröffentliche, zwecks jemand, der mir halt hilft als Supporter, sag ich mal, und jemand, der sie auch mit den ganzen Plugins auskennt, wäre ganz praktisch. Das mit den Plugins an sich hatte ich sonst teilweise auch gemacht, wenn es darum ging, so das Teleport-Plugin zu nutzen beziehungsweise einzustellen. Damit hatte ich mich grundsätzlich dort beschäftigt. Warte mal. Ich kann ja mal gucken. Er nimmt ja trotzdem auf, auch wenn es ein bisschen anders ist. Ich muss kurz überlegen, wo ich das habe. Wo hab ich's denn? Ich weiß, dass ich diese Ordner noch besitze. Ich weiß bloß nicht wo. Mein ganzes PC durchsuchen. Okay, wer er sucht. Werden wir mal kurz die anderen Welten hier starten, weil wir haben noch locker etwas über 20 Minuten Zeit. Genau, das war meine erste Welt, die ich damals selbst gebaut hatte. Wo es für mich persönlich noch einfacher war, Mods einzufügen nach der. Also jetzt finde ich es etwas verwirrender und komplizierter. Kann aber auch sein, dass ich mir einfach nur zu dämlich anstelle, dazu machen. Weil damals hatte ich ja noch diesen Wireless Redstone Mod drin. War ganz praktisch.
waren hier hinter halt diese, ich sag mal, Repeater. Und da oben und hier jeweils waren dann die Empfänger dafür. Angemacht, Wasser durchlaufen lassen. Jetzt muss ich natürlich alles mit Redstone-Leitung verkabeln. Das kann ich euch auch mal zeigen, wie das hier alles so lang läuft. Aber falsch. Man sollte auch richtig machen. Ja. Damit ich nicht allzu viel Verzögerung drin habe, habe ich nachher hier alles ein bisschen rübergelegt, dass ich nicht allzu viele Repeater drin habe. Du kannst da weg. Das war meine Eierfarm, die aber so, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Weil komischerweise die Eier hier oben sind. Warum auch immer. Ich wusste gar nicht, dass Eier fliegen. Schwimmen können. Fliegen. Das Ding habe ich hier auch eingefügt mit dem MC Editor. Aber hier unten sammeln sich die Monster, wenn man auf normal oder also mindestens auf normal stellt. So will es nicht, hier oben ist ja nicht ganz zu, aber das ist ja nicht wild. Das sieht man ja sowieso nicht, wenn man nicht gerade hier oben mit der Schiene lang fährt. Außerdem will ich das sowieso noch ein bisschen erweitern. Irgendwann mal, wenn mir die Lust danach ist. Hier hinten habe ich einfach ein bisschen ein paar Häuser gebaut. Eine Doppelhaushälfte. Stimmt, irgendwann hatte ich ja mal das vor, auf als Server laufen zu lassen. Erst war es nur so ein kleines Häuschen. Und dann habe ich gedacht, ja, baust du eben hoch, machst hier oben eine Infozentrale. Also apropos Infozentrale. Wäre eigentlich nicht schlecht, mal wieder daraus zu senden. Da hinten war einfach bloß ein Portal, weil ich einfach irgendwann mal erfahren hatte, dass es egal wie groß das Portal ist, oder egal wie groß es gebaut ist, auch dann funktioniert. Hierhin habe ich dann eigentlich mein eigentliches Portal in die Hölle gebaut. Ja, die Schienen, die führen hier überall lang, weil ich irgendwann, weil ich dabei war, über was weiß ich wie viel Meter dazu zu fahren, damit ich dieses Achievement kriege. Aber das sich sowieso immer wieder neu resettet hat. Ey, was machst du da? Rein mit dir, du Huhn. Hat sich das eigentlich alles nicht gelohnt. Ich guck mal, wie weit er ist mit dem Dings. Da, guck mal, was haben wir denn hier? Minecraft, nein. Let's play Minecraft, nein. Minecraft ist 10, nein. Es geht mir bloß um diesen Ordner. Warte mal, lass mich mal. Server 1.12, nein, das ist es nicht, was ich will. 9 Fenster, das mal öffnen. Ach, guck mal, da habe ich ja die Maps. Welche Map-Server? Nee. Da sind nicht alle drin. My Map, Farm, Dream. Obwohl, das sind eigentlich die wichtigsten. Wartet mal. Das kopieren wir einfach mal. Und fügen das einfach mal in den Minecraft Safe Ordner rein. Steuer V. Hä? Ist da etwa? Dann ersetzt doch das. Was meckerst du?
Nee, nee, nee. Die Welt könnt ihr euch eigentlich auch mal kurz zeigen. So, wir haben noch knappe 14 Minuten. Dies ist allerdings hier noch nicht so ganz fertig. Das war gerade zu der Zeit, als das Dings rauskam, das Dschungelbiom. Da wollte ich unbedingt was im Dschungel haben. Große Bäume und. Ich weiß gar nicht, habe ich. Ach stimmt, ja. Aus an. War ganz praktisch, weil ich eben halt was gesucht hatte in Dschungelbiom. Es war kein richtiges Baumhaus, aber egal. So. Hier haben wir noch dran. Backup und Load. Soll er ruhig ein Backup machen, ist ganz gut. Warte mal. Quatsch, das Gebäude hatten wir ja auch nicht also das haben wir nicht gebaut, das haben wir einfach bloß eingefügt. Aber hier sollte halt alles stattfinden. Also von hier aus sollte man überall hinkommen. Ich kann mich doch auch in den G-Mode versetzen, warte mal, Open to Learn. Sheets an, Start in World, damit ich einfach so, das muss ich ja wo habe ich jetzt den Fehler gemacht? Ist da irgendwas? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wieso ist das denn falsch? An sich ist es doch richtig. Ja, da muss ich es halt ohne Gimbal machen, ist ja auch egal. Dann haben sie das dafür geändert. Keine Ahnung. Und warum ist das hier dumm? Hey! Hey, ganz ruhig hier. Normal, easy, peaceful. Nein! Oh, mal Glück gehabt. Wieso ist das hier so dunkel? Ey. Warte mal. Slash help. Und zwar den Game-Mode will ich haben.
Spawnpoint, Teleport, Advanced, Game oder Adventure Creative. Haben die Dings geändert oder was? Slash Game Mode. Creative. Danke. Warum denn immer gleich so kompliziert? So, ich brauche hier einfach nur ein paar Fackeln, damit ihr das auch seht. Sollte halt noch alles beleuchtet werden. Ich hau hier einfach mal ein paar Fackeln hin. Damit es einigermaßen beleuchtet ist. Und man auch ungefähr erkennt, was hier Fakt sein sollte. Also man sollte, also es sollten hier eigentlich die Portale hin, über die man in die in die verschiedenen Welten kommen kann. Hier war auch nur einiges beschrieben. NPC-Klassen, Jump-In-Plugin, also, genau, das war unsere To-Do-Liste. Infotafel von Dreamland, genau, Dreamland sollte ja die Dings heißen. Na gut, wir haben noch 8 Minuten, das kriegen wir hin, das packen wir auch noch. Hier haben wir zum Beispiel unsere Mindmap, wo man alles abbauen sollte, konnte. Aber ich glaube, ich muss das wieder erst im Laden öffnen. Ne? Turns on, da. Slash Gmode. Creative. Genau. Hier ist das Portal. Also hier drauf habe ich es gemacht. Auf diesen Stein hier. Hier sollte man rauskommen. Und konnte man, man sollte halt nicht direkt hier am Spawnpoint alles abbauen können. Eben alles ein bisschen versteckt. Ach, guck mal hier. Was glaube ich, hatte ich damals alles verschossen hier? Ja. Stimmt, das war damals einmal Silvester, als ich das gemacht hatte. Da waren halt mehrere Sachen drin und die wurden irgendwie sind auch hochgeschossen. Ey, da habe ich leider nichts mehr drin. Richtig, das hatten wir von hier alles gemacht. Und da das ja durch Glas ging, war das alles supi. So, ich glaube, eine Welt haben wir noch, die schaffen wir noch. Bogenschieß-Event, das ist auch noch mal eine geile Map. Mal sehen, vielleicht werde ich das sogar mal machen mit euch, dass ich diese Welt als Server hoste und wir einfach mal ein geiles Bogenschieß-Event machen. Und das war die eigentliche Fun-Map, die wir hatten. Ich weiß gar nicht, ist das... Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Lass mich mal den und den holen. Ach so, das ist noch alles über Dings hier verbunden. Lass mich mal die Torch holen. Richtig, das ist noch das alte Verfahren.
weil es damals noch kein weißes Redstone Plugin gab. Deswegen, ja, genau. Ja, nice, wunderbar. Dann habe ich diese Welt eigentlich auch noch. Supi. So, warte mal, wo bin ich jetzt durchgekommen? Noch hier irgendwo durch. Ist egal. Gehe ich halt hier oben durch. Ach, irgendwo da unten bin ich durchgekommen. Ah, naja. Ist auch egal. Jedenfalls existiert die Welt noch. Wir haben noch 4 Minuten. Ja, ist egal. Das kann ich später irgendwann mal ausbessern. Ich will euch nämlich noch schnell ein bisschen was zeigen hier. Das ist das Eingangsportal. Hier haben wir PvP. Für PvP-Kämpfe sollte. Also ist eine kleine Arena geworden. Da haben wir. Was war das eigentlich? Das war, glaube ich, bloß eine Uhr oder so. Genau, das war einfach bloß ein Turm. Da konnte man Bogen schießen, auch nochmal. Hier sollte man das. Das war, glaube ich, irgendwas mit Kegeln oder sowas, das man da stehen soll. Hier hinten haben wir auch nochmal eine PvP-Arena. War auch ganz nice gewesen. Man musste sich quasi mit Schaufeln einfach. Musste man den Gegner runterwerfen. Das war viel gewinnt. Hier haben wir ein Kniffelspiel drin, was auch noch funktionieren sollte, wenn ich mal die Redstone-Leitung nachschaue. Und natürlich Monopoly, sollte natürlich noch viel, viel mehr kommen. Aber dann hat sich das irgendwann mal verlaufen. Ich glaube, ich nehme dieses Projekt noch mal in Angriff. Das werde ich nochmal explizit für euch in Angriff nehmen. Aber jetzt erstmal schnell in diese Welt. Und ab nach da. Also wenn ihr wollt, dass ich mich nochmal um diesen Server kümmere, dass der vielleicht doch irgendwann mal online kommt oder so, kann ich gerne versuchen, das zu machen. So. Time set night. Perfekt. Es sind quasi jetzt bloß noch wenige Minuten bis zum offiziellen Countdown. Ich habe das Ding vorher einmal überhaupt nicht getestet, weil ich das drauf drücken sollte. Ich glaube, so 2-3 Sekunden sollten reichen. Gut, die letzte Minute ist angebrochen. Ich bedanke mich nochmal, oder besser gesagt, schon nochmal für das tolle Jahr 2018. Es freut mich auch, 2019 wieder mit euch zusammen zu sein. Vielleicht sieht man sich auch so mal. Sprecht mich ruhig an, falls ihr mich seht in den ganzen Webcam-Videos. Seht ihr ja, wie ich aussehe. Jedenfalls vom Gesicht her. Also ruhig ansprechen. Ich beiße nicht. Ich bin sogar derjenige, der schüchtern ist. Wie gesagt, wir gucken uns danach nochmal die anderen Welten an. Was den Server anbelangt. Und dann machen wir weiter. Gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und los.
Das neue Jahr kann kommen. Oh, ich habe hier großartige Lecks. Vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben, was das angeht. Trotzdem, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass all eure Vorsätze, die ihr euch vorgenommen habt, auch in Erfüllung gehen. Ich habe hier Frame-Einbrüche wie Sau. Ich habe es vielleicht etwas übertrieben, was das angeht. Warte mal, lass mich mal hier ein bisschen weiter weg. So, ich glaube, das läuft schon besser. Oder auch nicht. Na gut, aber man hat es ja bloß einmal im Jahr, ne? Da kann man auch schon mal ein bisschen übertreiben. Das geht hier auch noch eine Weile. Ich habe in die Dinge habe ich, warte mal, lass mich kurz nachrechnen. Das sind 4 Dispenser, 90 Stück. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viel es sind. Ja, vielleicht hätte ich vorher auch die Wolken ausschalten sollen. War mal gar nicht glauben, dass Minecraft wirklich so viel an Ressourcen frisst manchmal. Und ich habe jetzt schon relativ einen guten Rechner und Grafikkarte. Minecraft sollte da eigentlich kein Problem sein, aber sieht man ja wieder. Ich habe da einfach irgendwelche Farben kombiniert. Meines Wissens nach sollte sogar noch was anderes kommen. Aber bei 360 Raketen, oh, kann schon mal eine Weile dauern, bis da was fertig ist. Das neue Jahr ist erstmal schon. Ah, sag bloß erst fertig. Tatsache, er ist fertig. Ja gut, ging doch schneller als erwartet. Es sind einige Raketen, die ich die er nicht machen wollte. Das unterbrechen wir jetzt mal. Hebe ich mir für nächstes Jahr auf. Dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber dann werde ich, glaube ich, schon vorher anfangen müssen, alle Raketen zu basteln. Gut, jetzt mache ich meinen Daylight-Sensor wieder rein. Den hatte ich extra gemacht wegen Tag, dass es Tag bleiben soll, wegen den ganzen Monster, als ich hier am Bauen war. Warum auch immer der jetzt nicht funktioniert. Na, war bestimmt, weil ich ihn abgebaut hatte oder so. Keine Ahnung. Weil normalerweise, wenn es dunkel wird, springt der ja an. Ach ja, wegen dem Comment. Weil ich den Comment ja gesetzt hatte. Ansonsten wäre es ja dauerhaft. Egal. Leute, bevor wir dieses Video allerdings dann beenden, werden wir uns nochmal kurz in den anderen Welten hier umschauen. Nochmal einmal kurz hier. Wie gesagt, Monopoly Dart. Hier haben wir Kniffel. Ich glaube, die Zahlen waren irgendwie dazu oder so. Wegen neuen Spiel, wegen 10 Spiel oder so, keine Ahnung. Irgendwas war es da. Jedenfalls, man sollte hier rein. Ach so,
den Schalter musste man umlegen, wenn man diese Zahl behalten wollte. Das andere ist hier genauso. Da kann ich euch eigentlich auch mal kurz die Schaltung zeigen. Also die Schaltung an sich ist ganz schön kompliziert, so wie ihr seht. Jedenfalls für den, der sich mit Redstone jetzt absolut nicht auskennt. Das ist eine ganz schöne Schaltung hier. Hat einer meiner besten Kumpels, Namonsies, damals gemacht. Und jetzt finde ich natürlich wieder den Ausgang nicht. Klasse. Echt geil. Warte mal. Achso. Haha, hab doch noch den Ausgang gefunden. Aber gib mir mal kurz diesen. Damit ich das Loch hier wieder fixen kann. War eigentlich ganz gut, dass wir das hier draußen aufgelassen haben. Ich werde das mal wieder zumachen. Gut, was Monopoly angeht, eigentlich genauso so eine große verdammte Schaltung. Schauen. Geben wir mal eine Torch. Deswegen war das eigentlich. Achso, genau, damit das damit man weiß, dass das Grundstück jemandem gehört. Ich glaube, wir müssen hier noch. Wir müssen den Leuten Schilder geben, dass sie ihren Namen hier aufschreiben können. Oder ein Blatt Papier. Und beziehungsweise Buch und Feder. Mit einer Kiste. Also Buch und Feder und eine Kiste, die Leute auch öffnen können. Damit sie dort eben ihre Dings machen können. Dass sie reinschreiben können. Ja. Eben ihren Namen. Achso, das. Und die anderen Leute gucken können. Ja, das gehört ihnen. Achso, hier war der Resetter für die ganzen Dinge. Beziehungsweise der Resetter, falls irgendwann mal was nicht funktionieren sollte. Ich werde mich mal hier durchbauen. Hier fliegen die Fledermäuse und rum. Das ist alles, damit diese Lampen da oben dann leuchten, wenn man würfelt. Das kann ich eigentlich auch einmal kurz zeigen. Problem ist, wir konnten keine zwei Würfel einbauen. Was jetzt aber nicht allzu wild ist, dann würfelt man halt zweimal. Und natürlich ist auch immer jemand dabei, wenn es denn gespielt wird. Warte mal. Genau, das konnten wir ja von überall aus machen. Eigentlich sollte die Redstone-Schaltung noch funktionieren. Genau. Seht ihr, habe ich jetzt eine 2 gewürfelt. Ist auch schon mal vorgekommen, dass dann plötzlich hier noch ein oder da hinten noch ein Lämpchen mit aufgegangen ist. Für sowas war eben dieser Resetter da. So dass das dann resettet worden sein kann beziehungsweise wird. Genau, das war Dings, das war Kniffel. Da hatten wir das Tic-Tac-Toe Spiel. Sollte natürlich noch viel mehr kommen. Ich hatte auch mal eine Version mit Wireless Redstone, aber die habe ich nicht mehr.
war mit Wireless Redstone natürlich viel, viel einfacher, weil du diese ganzen Dinger nicht ganzen Leitungen verlegen musstest. Hast halt hier rauf gedrückt und dann ist halt das Licht angegangen. Es war, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten ein Stopper dazwischen gebaut, dass man, wenn man auf den anderen rauf drückt, dass da nichts kommt. Ja, genau. War natürlich der Scheiß, dass er trotzdem umgesprungen ist. Und hier haben wir den Resetter. Der macht dann alles wieder normal. Und dort, wo die Lampe an ist, da wird halt, das zeigt halt an, dass wer dran ist. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich mich nochmal darum kümmere, das hat ihr gesehen. Ich werde euch das Bogenschießen nochmal zeigen. Hier sollte halt auch noch irgendwas aufgebaut werden. Gab halt verschiedene Reichweiten. Und genau, man musste hier oben die Platten treffen. Gab zwei so eine Dinge. Und da fällt mir gerade auf, dass das vielleicht hätte mal zugebaut werden sollen. Ja, das will ich auch noch mal. Offscreen machen, wenn ich mich drum kümmere. Genau, wir müssen eigentlich bloß hier hinten noch was machen dafür. Aber wie gesagt, es sollte halt zwei Räume dafür geben. Das ist auch klar. Einfach Item raufwerfen und hoffen, dass es reingeht. Achso, das ist 9 Millionenzeichen da oben. Interessant. Genau, und hier hat man dann halt eine Schaufel gehabt und sollte den Gegner dann hier runterwerfen. Auf dieser Ebene geht es hier noch. Und sobald man den hier runterfällt, sollte man wegteleportiert werden. Wieder nach draußen. Ach da. War natürlich alles schön geplant, hat auch alles funktioniert, aber wir sind halt nie dazu gekommen, diesen Server richtig am Laufen zu kriegen. Weil wir einfach wenig Zeit dafür hatten. Deswegen, wenn ich wieder sowas mache, dann würde ich einfach nur mit Leuten das halt wieder mit mehreren Leuten machen, dass wir uns wirklich die Aufgabe teilen. Hier halt viel gewinnt. Danke. Ah ja, alles klar. Hier, das ist noch mit Wireless Redstone verbaut. Und zwar hast du hier hinter die Dings. Gehen wir mal kurz die Emerald wieder. Danke. Die sind dann zu Redstone Torches geworden. Und haben dann denjenigen hier angestupst. Was jetzt allerdings nicht mehr geht, das hatten wir gemacht aus Platzgründen, werde ich ändern müssen. Werde ich wieder ändern müssen.
Ich weiß, ich muss mal gar nicht fragen, ob er mal Zeit dafür hat, weil der kannte sich gut damit aus. Vielleicht kriege ich das noch hin, aber dann muss ich das hier alles ein bisschen anders verbauen. Ist halt mit Kies und Sand geregelt. So. Auch eine ganze Menge hoch, muss natürlich alles dann wieder erneuert werden, wenn es zu gering wird. Ey, flieg doch mal, du alle Minecraft-Puppe. Ja, das war es eigentlich auch schon erstmal von dieser Fun-Map. Wie ihr seht, es muss nichts neu gebaut werden. Es ist an sich alles noch da. Habe ich hier noch, achso, das war Dings, das war mal ein Servergebäude, genau, das Servergebäude hatte Chris mal gebaut. Eigentlich sollte das als Startpunkt, wenn man auf diesen Server kommt, sollte man halt hier landen, wo grundlegend erstmal alle Regeln nochmal erklärt sind und, aber da hatten wir nachher was ganz anderes gemacht. Was sogar besser war, das war so eine Luftinsel. Ich muss mal gucken, ob ich die sogar noch habe. Vielleicht habe ich die noch. Ich habe diese ganzen Dateien irgendwo noch, das weiß ich. Da ist auch noch die Startmap mit drin und was wir da sonst noch alles hatten an Welten. Muss halt mal gucken, wo das ist. Dann zeige ich euch noch mal ganz kurz das Bogenschieß-Event. Ihr seht, das Backup ist nicht groß. Die Welt war nicht groß. Ist sie auch nicht. Ihr seht hier viele Common-Blöcke. Ihr seht dort hinten die Dings. Das ist die Arena, in der das Ganze alles stattfindet. Machen wir kurz einen kleinen Überblick darüber. Ihr seht, sie ist nicht allzu groß, also man findet wirklich Leute, die man dann auch abschießen kann mit dem Bogen. Jetzt will ich einmal kurz hier zurück. Das Problem an der ganzen Chose hier ist eigentlich nur, dass du manchmal Pech hast und die Leute, also andere wegteleportierst. Zum Beispiel nehmen wir den Assassin hier. Bam, bam, bam. Bekommst du Sachen, ein paar Tränke, wirst durch Zufall auf irgendeins dieser blauen Felder, die hier überall verteilt sind, ist aber teleportiert und dann läufst du halt rum. Im besten Fall, so wie ich das jetzt gerade hier nicht mache, sollte man sich noch die Rüstung anziehen, aber solange man unsichtbar ist, wäre das natürlich Blödsinn. Man muss halt die Leute treffen. Man hat auf dem Boden Unendlichkeit, glaube ich, genau. Was ich noch regeln muss, ist hier so ein paar Sachen, weil... Ach, guck mal. Lol, was macht denn mein Kopf hier? Lol. Ey, ich möchte meinen Kopf haben. Und Scheiß. Ah, da bin ich jedenfalls mal gestorben. Weil hier die Ranken nämlich noch hochfahren. Habe ich mich immer schön hier oben hingesiegt und gewartet, bis die Leute so erschienen sind. Manchmal auch gerne bin ich hier einfach rüber. Weil eben die Möglichkeit damals da war. Und Chris hat das alles ausgemerzt. Weil ich auf eine Art Scheiße weise, weil ich immer so ein bisschen hinterhältig war als Assassine. Aber, okay, solche kleinen Fehler müssen halt in einer Welt ausgemerzt werden. Ist halt so, muss so sein. Ist ja schön, dass es hier brennt.
Wie gesagt, das können wir auch gerne mal machen. Aber wenn wir das machen, dann der Baum brennt. Wenn wir das machen, werde ich eine kleine Plattform da hinten aufbauen. Damit ihr das spawnen könnt. Ich weiß gar nicht, was das hier eigentlich sucht. Sieht mal aus wie eine Jump Map. Ehrlich gesagt habe ich das hier noch gar nicht durchgeguckt. Guck mal. Jetzt Todes Jump and Run. Interessant. Alter, wieso? Achso, ich habe ja noch Speed. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man hier ein bisschen durchläuft und bla bla bla. Aber nein. Nee, anders. Ich werde einfach hier hinten so eine kleine Plattform hinbauen. Schön groß. Und dann machen wir das einfach hier über die Tür. Da könnt ihr da reinkommen. Wäre auf jeden Fall mal was Feines. Finde ich zumindest. Lässt sich mal machen. So machen wir als Community auch mal ein bisschen was zusammen. Das hatte ich eigentlich schon vorher mal vorgehabt, aber immer doch wieder ein bisschen verworfen. Da bastel ich später irgendwann mal weiter. So, gibt es jetzt noch eine Welt, die ich zeigen könnte? Ich guck mal noch ein bisschen nach bei den ganzen Ordnern, die er hier gefunden hat. Oder allgemein bei den Sachen. Aber scheint nichts Interessantes jetzt mehr dabei zu sein. Also wie gesagt, ich weiß, dass ich diese ganzen Dateien noch habe. Weil ich mir ein Dings ja erstellt hatte, ein Backup davon. Weil ich mir das ja alles noch runtergeladen hatte, als ich den Server damals gekündigt hatte. Muss nur gucken, wo sich das befindet. Weil jetzt auf dem ersten Blick sehe ich das sowieso nicht. Aber ich glaube, sonst hätte ich alles. Obwohl, was man in diesen auf dem Server noch einrichten könnte oder machen könnte, wäre vielleicht das hier. Das ist ein schöner Wassertempel. Aber er muss natürlich erstmal die Region hier laden. Er ist unglaublich schön aufgebaut, also kann man nichts sagen. Und genau. Das Highlight ist ja. Ach, das ist die Rückseite. Wenn man jetzt nämlich hier hoch. Aus diesem Wassertempel lässt sich bestimmt was machen. Wenn ihr genau hinseht, ist das ein Drache. Dies war, glaube ich, auch als Drache gewesen. Ne, sieht bloß so aus. Doch, hier vorne. Weil hier vorne geht es nämlich noch weiter. Alles verschlängelt und. Also. Ist wirklich schön gemacht. Vielleicht lässt sich da draus noch irgendwas machen. Was weiß ich, dass man hier. Was weiß ich, was man hier machen kann. Vielleicht habt ihr ja Ideen, was man draus machen könnte.
Weil Wohnräume wären, glaube ich, schlecht. Ein bisschen schlecht, ne? Aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja Ideen, was man vielleicht daraus machen könnte. Es ist wirklich groß, das muss ich auch alles aufbauen, natürlich. Ist klar, dass es da leckt. Es sind so viele Lampen und hier drin. Also es ist wirklich ein schöner Wassertempel. Gut, Leute, aber bevor ich euch jetzt wirklich noch hier zu lange aufhalte, ich weiß, es ist frei und, aber schlafen sollt ihr ja trotzdem. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ein, noch, jedenfalls noch mal ein frohes, gesundes neues Jahr. Und auch weiterhin viel Spaß in diesem Jahr. Macht's gut, Leute. Ciao.